Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Das Jahr ist rum und es gab ja so viele tolle Videos über die besten Listen der anderen Booktuber und auch Dufttuber und ich möchte mich da gerne einreihen. Dieses Video soll mein Top 10 Büchervideo des letzten Jahres sein und meine Top 10 Kerzen werden dann demnächst auch folgen. Ich weiß noch nicht, in welcher Reihenfolge ich das hochladen werde, aber auf jeden Fall geht es heute um meine 10 besten Bücher aus dem Jahr 2019. Ich habe meinen Goodreads-Account durchforstet, welche Bücher haben 5 Sterne von mir bekommen im letzten Jahr und es waren 11 Stück und dazu gehören 2 zur selben Reihe. Von daher habe ich gedacht, das passt perfekt mit den Top 10 und ich stelle sie euch jetzt einfach mal kurz im Einzelnen vor. Wir fangen an mit einem Buch, was ich gemeinsam mit Anja von den Bookfriends gelesen habe. Und zwar von meiner Lieblingsautorin Nina George. Sie hat das Traumbuch geschrieben und das war für Anja und mich ein absolutes Highlight. Wir haben es beide unheimlich geliebt. Es ist ein Buch, was aus mehreren Blickwinkeln geschrieben ist. Es geht grob gesagt um einen Mann, der nach einer dramatischen Rettungsaktion selbst ins Koma fällt. Er war eigentlich auf dem Weg zum Eltern- oder Vater-Sohn-Treffen der Schule seines Sohnes und er kennt seinen Sohn nicht. Sam ist der Sohn, der ist 13 Jahre alt und hatte seinen bis dato nicht bekannten Vater einfach eingeladen und er wollte tatsächlich hin. Umso dramatischer, dass auf diesem Weg der Vater verunglückt ist. Ja, und wir lernen noch die Ex-Freundin von dem verunglückten Henry, heißt er, kennen. Und zwar ist das Eddie. Eddie hat lange mit Henry zusammengelebt, wusste bis dato auch nichts von der Existenz dieses Sohnes. Und er Henry hat Eddie eingesetzt, um im Falle eines Falles für sie zu entscheiden. So wird Eddie quasi wieder zurückgezogen. Sie ist längst mit einem anderen Partner zusammen, aber wird zurückgezogen in die Entscheidungsgewalt über Henrys Leben. Ja, das ganze Buch ist unheimlich sensibel erzählt. Es ist sprachlich großartig. Es ist ein Buch, was mich sehr nachdenklich gemacht hat. Ich habe im Zuge dessen zum Beispiel auch meine eigene Patientenverfügung gemacht. Und dass man einfach auch wissen sollte, wer im Falle eines Falles für mich und mein Leben entscheidet. Ich fand Sam als Teenie hier unfassbar berührend. Ein ganz, ganz großartiger Junge. Und da kann man nicht viel anderes zu sagen, als dass es ein absolutes Traumbuch war. Genau. Das nächste Buch habe ich mit der lieben Ruth von Zwischen 1000 Zeilen zusammen gelesen und einer Zuschauerin von uns. Wir haben von Anthony Doerr Alles Licht, das wir nicht sehen, gelesen. Und ich habe das schon so oft in die Kamera gehalten und das gehört natürlich auch in meine Top 10. Es ist ein für mich großartiger Roman, der zu der Zeit des Zweiten Weltkriegs spielt. Aber auch eine ganze Ecke schon davor. Und zwar aus der Sicht von zwei jungen Menschen, einmal dem deutschen Werner und einmal der Französin Marie-Laure. Marie-Laure und Werner lernen wir als Teenager kennen oder sogar noch als Kinder, kann man sagen, die gerade so ins Teenie-Alter wachsen und die durch den Krieg und seine Beeinflussungen, ja, sich deren Leben einfach völlig auf den Kopf stellt. Von beiden wissen wir, dass sie irgendwie miteinander verknüpft sind. Aber es dauert lange in diesem Buch, bis man herausfindet, wie die zwei denn überhaupt verknüpft sind. Und ich fand dieses Buch und noch ein zweites, was gleich auch noch kommt, so eindrücklich, dass ich wirklich gerne gelesen habe, um diese Weltkriegsgeschichte herum, wobei ich eigentlich da nämlich gar nicht gerne lese. Und umso interessanter, dass dieses Jahr zwei Bücher mit dem Thema oder dem Setting Zweitem Weltkrieg es auf meine Bestenliste geschafft haben. Und ich finde, sprachlich ist dieses Buch nicht zu toppen gewesen. Das ist mit Abstand das Buch mit der allerschönsten und außergewöhnlichsten Sprache. Und Anthony Doerr ist auf jeden Fall ein Autor, den ich absolut im Auge behalten möchte. Und
Es ist ein Buch, was sehr spannend ist, hat einen unheimlich spannenden Spannungsbogen, der wirklich bis zum Schluss aufrechterhalten bleibt. Und ja, Marie-Laure ist ein Mädchen, was im Laufe der Zeit erblindet und sich blind in diesem Örtchen, Saint-Malo heißt es, zurechtfinden muss. Ihr Vater wird gefangen genommen. Sie lebt dadurch mit der Haushälterin und einem Onkel ihres Vaters gemeinsam in diesem Haus, hat keine anderen Verwandten mehr und sie muss ja ihr blindes Leben sozusagen dann auch noch in diesem Weltkriegsgetümmel aufrechthalten. Und Werner tritt aus deutscher Sicht sozusagen in die Wehrmacht ein und sein Weg ist auch sehr, sehr stark. Also dieser Junge ist sehr, sehr stark und er lässt sich von diesen Kriegswirren nicht verbiegen und er hat ein unheimliches technisches Verständnis und kommt deswegen sehr, sehr schnell die Karriereleiter nach oben und wird gebraucht, um ja, Peilsender zu bauen, um feindliche Truppen aufzuspüren und so weiter und so fort. Auf jeden Fall eine sehr dramatische Geschichte, eine sprachlich unheimlich schöne Geschichte und für mich absolut ein Highlight. Ich glaube, wenn nicht sogar das Highlight des Jahres 2019. Ein weiteres Buch, was ich aufgrund der Naturbeschreibungen unheimlich toll fand, war Der Gesang der Flusskrebse von Delia Owens. Das habe ich euch auch schon ein paar Mal gezeigt. Es ist ein ruhiges Buch, obwohl es auch hier um einen Mordfall geht, der aufgedeckt werden muss. Wir sind im Marschland der USA und Chase Andrews stirbt halt und die Einwohner dieses Küstenstädtchens Barclay Cove sind sich ganz schnell einig, dass das Marschmädchen Kia schuld sein muss. Kia lebt seit Kindesbeinen isoliert im Marschland und kennt dieses Land wie ihre Westentasche, hat ein kleines Häuschen dort, hat ein Boot, mit dem sie sich fortbewegt in diesen Marschgebieten. Und sie ist halt sehr isoliert und die Dorfbewohner sind sich ganz sicher, sie muss diesen Mord begangen haben. Ja, und wir lernen Kia als junges Mädchen kennen, wo sie noch mit Vater, Mutter und Geschwistern in diesem Häuschen lebt und wie es dann dazu kommt, dass sie da ganz einsam und allein bleibt, das müsst ihr selber lesen. Dieses Buch ist sprachlich großartig, weil es einfach einem die Natur so unheimlich nahe bringt. Man fühlt sich tatsächlich mittendrin in diesem Marschland und darum fand ich es sehr sprachlich und bildgewaltig und beeindruckend, weil auch die Autorin, die Delia Owens hier, das ist also ihr Debüt und sie selber ist Zoologin und hat ihre Kindheit immer die Sommerurlaube in diesem Marschland verbracht und sie hat uns halt diese ja, fantastische Natur nach Hause gebracht. Großartig, obwohl auch ein ruhiger Roman. Ja, sehr tief beeindruckt hat mich auch dieses hier, Idaho von Emily Ruskovich. Und Idaho war für mich eine absolute Überraschungskiste. Ich habe nicht gewusst, was mich in diesem Buch erwartet und habe so viel mehr bekommen, als ich mir gedacht habe. Wir wissen nur, dass eine Familie beim Holzhacken im Wald in den USA mit ihrem Truck in der Natur ist und sie wollen halt Holz, Feuerholz sammeln und hacken und dies ist eine Mutter, ein Vater und zwei Töchter und ein Augenblick verändert alles. Ich habe gedacht, dass, also es wird relativ schnell klar, dass eins der beiden Mädchen stirbt und es ist auch kein Spoiler. Und ich habe halt gedacht, es geht um die Geschichte dieser Familie vor diesem Unfall, diesem Geschehen und um die Geschichte dieser Familie danach, wie die damit umgehen und so weiter. Das ist es aber überhaupt gar nicht. Es ist ein Buch, wo dieses Geschehen immer nur am Rande eine Rolle spielt. Wir lernen die beiden Mädchen als Kinder, sehr naturverbundene Kinder, die sehr viel draußen spielen kennen, die ja sehr eins sind mit dem Wald und auch mit sich als Schwestern. Es ist ein Buch über Schwesternliebe. Es ist auch so, dass wir den Vater dieser Mädchen im Alter kennenlernen und er droht, diese Geschichte zu vergessen, da er an Alzheimer erkrankt ist. Er hat eine Frau, eine zweite Frau, die
nicht möchte, dass diese Geschichte vergessen wird von ihm und das versucht lebendig zu halten, denn das andere der Kinder ist spurlos verschwunden nach wie vor. Und dieser Fall ist nach wie vor nicht ad acta gelegt. Es gibt immer noch Ermittlungen. Und wir lernen halt sehr viel über Alzheimer und der Umgang mit Alzheimer. Wir lernen eben diese waldliebenden Kinder kennen. Wir lernen auch die Mutter dieser Mädchen kennen und wie das passiert ist, was dort passiert ist. Das ist wirklich nicht die Hauptsache in diesem Buch. Ganz, ganz komisch und es hat mich halt sehr nachdenklich gemacht, sehr zerrissen, zurückgelassen auch. Es ist ein Buch, in dem nicht alle Fragen beantwortet werden. Auch das muss man wissen. Es ist ein Buch mit einem recht offenen Ende. Für mich hat es sich trotzdem aber rund angefühlt und das war wirklich eine absolute Überraschung. Dann hat es auch ein Fantasy-Roman auf die Bestenliste geschafft und das habe ich jetzt auch erst im Dezember gelesen und ich habe mich am Anfang ein bisschen schwer getan und dann hat es einfach irgendwann Klick gemacht und es lief nur noch und ich freue mich jetzt auch sehr darauf, mir bald den zweiten Teil zuzulegen. Ich spreche von Never Night von J. Christoph. Ein total dicker Schinken mit, ich glaube, fast 700 Seiten. Und ich habe diese Art der Fantasy so gemocht. Es floss einfach nur dahin. Es ist eine super humorvolle Darstellung dieser Welt, in der das Ganze spielt. Die Fantasy ist deutlich erwachsener. Obwohl Mia Corvere, um die es in diesem Buch geht, erst 16, 17 Jahre alt ist, trotzdem ist es eine sehr für mich erwachsene Fantasy. Die Welt ist großartig, macht unheimlich Spaß, sie zu entdecken. Durch viele, viele Fußnoten unter dem eigentlichen Text dieser Geschichte lernen wir die Welt und noch ein bisschen tiefer diese Kultur kennen, den Glauben und auch die Unterschiede von verschiedenen Glaubensrichtungen, die in dieser Welt herrschen. Und die Fußnoten sind allesamt super lustig. Also ich habe echt oft geschmunzelt in diesem Buch. Und ich finde, das ist so eine Art, also Mia wird halt älter. Mia ist in einer Organisation, die sie ausbilden wird zu einer Assassinin, zu einer Klinge. Und das ist unter dem Deckmantel einer Kirche. Es ist aber eine, ja, satanische Kirche, kann man sagen. Es ist die Rote Kirche. Und sie wird halt ausgebildet, um Morde an Mördern zu begehen. Und das Ganze ist halt sehr durch politische Intrigen gespickt und Mia hat total tolle Mitschüler, auch in Ausbildung zu Assassinen, die wir kennenlernen, die allesamt großartig gezeichnet sind und die Fantasy in dieser Welt, diese Magie in dieser Welt, die ist auch sehr besonders, finde ich. Da sind sehr viele verschiedene Formen von Magie und das hat unheimlich Spaß gemacht zu entdecken und ich freue mich auf jeden Fall, dass es weitergeht. Ein sehr kleines, dünnes Buch hat es auch auf meine Liste geschafft. Und zwar spreche ich von Jocelyne Saussier, Ein Leben mehr. Dieses Buch war für mich eine große Überraschung, weil ich nicht viel davon erwartet habe. Ich hatte zwar schon ein, zwei positive Stimmen gehört, aber es ist halt auch ein recht dünnes Buch. Und ich habe gedacht, das liest sich relativ schnell weg und habe es am Anfang des Jahres irgendwann angefangen. Und diese Geschichte hat mich sehr gefangen genommen. Ich fand sie großartig. Es geht hier um drei alte Männer, die in den Tiefen der Wälder von Nordkanada leben, die so ein Einsiedlerleben führen. Jeder hat so einen kleinen Bauwagen, so eine Hütte, die so lose miteinander im Verbund leben sozusagen. Jeder aber irgendwie für sich, jeder ist so ein Aussteiger, jeder möchte sein Alter in Ruhe, vor dieser Welt in Ruhe gelassen leben. Und die drei hatten noch einen vierten Kumpanen, der verstorben ist. Und eine junge Fotografin taucht plötzlich in dieser Einöde, in dieser Wildnis auf und möchte gerne nach dem letzten Überlebenden von ganz großen Bränden, die diese Umgebung vor Jahren heimgesucht haben, finden. Dieserjenige, der ist aber eben der vierte, der schon verstorben ist. Die Fotografin bleibt aber, möchte aus den Erzählungen der anderen drei Männer mehr über ihn herausfinden, möchte eben diese
Einsamkeit und dieses Leben dieser Männer dokumentieren, fotografisch dokumentieren. Und es taucht noch eine zweite Frau auf und die ist schon über 80 und ja, so ein bisschen verrückt. Und ich fand, das ist so herrlich kompliziert und wunderschön erzählt. Und es geht halt wirklich um ein Rätsel, was eben diesen vierten Mann, diesen Überlebenden dieser Brände betrifft. Es geht auch um Hoffnung, es geht um Freiheitsdrang, es geht auch ein bisschen um Liebe. Und dieser Roman wird als magisch leuchtender Roman beschrieben. Und ich kann das nachvollziehen, warum. Weil es hat mich auch sprachlich sehr berührt. Ich fand diese älteren Leute total cool. Jeder hat so seine Eigenarten und ich fand, die waren einfach großartig. Und die Erzählweise von Jocelyn Saussier hat mich schwer beeindruckt und ich möchte auf jeden Fall auch noch mehr von ihr lesen. Das war so ein, kurz zusammengefasst, ein Highlight und unerwartet und darum auch verdient in diesem Ranking. So, das nächste Buch ist, ja, vielleicht neben Alles Licht, das wir nicht sehen, das, was auch ganz oben aufs Treppchen gehört. Ein Buch, was mich zu einer ersten Rezension bewogen hat, die ich hier auf diesem Kanal hochgeladen habe Anfang des Jahres. Und zwar ist es Die Geschichte der Baltimores von Joël Dicker. Für mich neben der Fall Harry Cabots, eins der großartigsten Bücher, was ich in meinem Regal stehen habe. Ich liebe diese drei Baltimore-Jungs, ich liebe sie und bin mit denen hier in diesem Buch durch dick und dünn gegangen und dieses Buch hat so viele Facetten, so viele Charaktere, so viele Erzählstränge, die es unheimlich spannend und kurzweilig für mich machen. Ich habe es als Hörbuch nach dieser Lektüre sogar nochmal gehört, wobei mich das Hörbuch nicht so begeistert hat wie das eigentliche, wirkliche Buch. Ich fand das Hörbuch sehr, sehr ruhig erzählt und für mich hat dieses Buch viel mehr Rasanz gehabt, als das Hörbuch mir vermittelt hat. Aber ich konnte diese drei Jungs nicht loslassen und habe deswegen das Hörbuch direkt danach nochmal gehört. Es gibt also eine große Familie, und zwar sind das die Goldmans. Und der Marcus Goldman spielt auch im Fall Harry Cabot die Hauptrolle. Und zwar gibt es die Goldmans, die in Baltimore leben, und die Goldmans, die in Montclair leben. Die Goldmans in Montclair sind halt so ein bisschen weniger glamourös, sagen wir mal. Die Baltimores, die hatten alles, was man sich wünschen kann. Die sind mit Geld und Erfolg gesegnet. Die haben ein großartiges Haus, ein großartiges Leben, zwei hochbegabte Söhne. Und Marcus Goldman stammt eben von den Montclairs ab und ja, ist so der Feriengast bei den Baltimores. Und er liebt diese Ferien mit seinen Cousins und die streifen durch die Gegend und die werden halt erwachsen. Und alles in diesem Buch deutet darauf hin, dass es irgendwann zu einer riesengroßen Katastrophe kommt. Wir wissen alle überhaupt nicht, was das für eine Katastrophe ist. Wir kennen nur die Geschichte davor, die da so langsam hinführt, also dieser Spannungsbogen, der sich so aufbaut. Und dann lesen wir zwischendurch immer wieder Jahre nach der Katastrophe. Und man fragt sich die ganze Zeit, was ist denn da jetzt passiert? Und ich fand die Charaktere, diese drei Jungs, einfach so zum Verlieben. Ich habe mich in drei Männer verliebt und ich finde, Joël Dicker hat das so toll erzählt und so spannend gemacht und ich konnte mir alles so bildlich vorstellen und ich fand auch die Nebencharaktere allesamt super und einen Nebencharakter fand ich auch so blöd, dass ich mich so richtig über den aufregen konnte. Und das passiert halt auch selten in Büchern, dass man jemanden so doof findet, dass er so gut geschrieben ist, dass man ja, sich so aufregen könnte über denjenigen. Und darum, großartiges Buch. Ich liebe die drei Jungs und ich finde, dieses Buch ja, wird wahrscheinlich für immer einen Ehrenplatz in meinem Regal behalten. Ein Buch der ganz sanften Töne kommt jetzt als nächstes, das mich sprachlich, poetisch sehr gefangen genommen hat, und zwar ist es Herzen hören von Jan-Philipp Sehntger.
Und das ist für mich ein Buch, was mich gleichzeitig auf eine Reise begeben hat lassen und was mich auch sehr geerdet hat. Und das fasst es eigentlich im Großen und Ganzen zusammen. Wir lernen hier eine junge New Yorker Top-Anwältin Julia Wynn kennen, die von ihrem Vaters Seite her aus Burma stammt. Sie selber ist aber in New York geboren und ihr Vater ist spurlos verschwunden. Und sie macht sich auf die Reise nach Burma, um ja, die Fußspuren ihres Vaters zu finden, um ihn zu finden, um die Geschichte ihres Vaters zu verstehen, wie er aus Burma eben nach Amerika kam. Und wir lernen dieses Land einfach ganz, ganz toll kennen durch die Einheimischen, auf die Julia hier trifft und durch die Geschichten, die ihr erzählt werden von ihrem Vater und von der Kindheit ihres Vaters und von den Menschen, die ihren Vater geprägt haben. Und das ist poetisch, lyrisch einfach so schön geschrieben. Man lernt die Kultur Burmas kennen, man lernt diesen Vater aus den Erzählungen sehr, sehr nah kennen. Und seine Geschichte ist eine ganz, ganz bewegende. Und ja, Julia muss sozusagen diese Wurzeln finden, um ihren Vater tatsächlich zu verstehen und auch zu verstehen, was ihn bewogen hat, Amerika wieder zu verlassen. Und ob sie ihn finden kann und wie das Ganze Julia selber verändert, das müsst ihr dann auch lesen. Es ist nicht dick und es macht unheimlich Spaß. Und ja, wer so ein bisschen auf eine ja, fremde Kultur mal stoßen will, wer Burma büchertechnisch mal bereisen will, der sollte Herzen hören lesen. So, dann kommt noch ein Buch, von dem habe ich vorhin schon gesprochen, das zweite, was eben die Thematik Zweiter Weltkrieg hat, und zwar ist das Die Nachtigall. Kristin Hannah hat mich mit diesem Buch einfach absolut vom Sockel gehauen. Das war für mich das Highlight. Ich habe in meinem ganzen Leben so viel schon über das Thema Zweiter Weltkrieg gelesen, gehört, gelernt in der Schule. Wir haben sogar eine Überlebende eines KZs da gehabt, die uns eben, also eine jüdische Mitbürgerin, die uns damals erzählt hat, was passiert ist, was ihr und ihrer Familie im KZ passiert ist. Sie war im Geschichtsunterricht da und ich habe trotzdem noch nie so nah gespürt, was der Zweite Weltkrieg mit den Menschen dieser einfachen Bevölkerung macht, wie in diesem Buch. Wir lernen zwei Schwestern kennen in Frankreich, Isabelle und Vianne. Die beiden leben in Paris und bei ihrem Vater, die Mutter ist schon verstorben. Und die Schlinge, die sich um Frankreich zieht durch die deutsche Besatzung, die wird in diesem Buch so gut erzählt, immer, immer enger, dass man richtig körperlich spüren kann, wie sie sich zuzieht. Und Vianne, die mit ihrer Familie auf dem Land wohnt, deren Mann auch eingezogen wird, jetzt mit ihrer Tochter sozusagen alleine ihr Leben bestreiten muss auf dem Land Frankreichs, hat ihre Art, sich dem Ganzen zu widersetzen. Und ihre Schwester, die Isabelle, geht wirklich in den Widerstand. Und die zwei sind super unterschiedlich und beide in ihrer Art leisten Großartiges gegen diese Bedrohung, diese Unterdrückung, gegen die Judenverfolgung. Und ich konnte mich in beide Figuren unheimlich gut reinversetzen, wobei mir die Vianne, die Mutter, die alleine eben in diesem Haus lebt und wo ein deutscher Offizier stationiert wird in ihrem Haushalt, die war mir noch näher, einfach vielleicht auch aus der Sicht einer Mutter wahrscheinlich. Und ich fand es so großartig, was ja dieses Buch beschreibt, wer diese Nachtigall ist und was eben der Krieg mit der einfachen Bevölkerung macht. Man kann dieses Buch einfach nicht in ein paar Sätze zusammenfassen. Es ist so unglaublich gut. Und wenn euch nur im Entferntesten das Thema Zweiter Weltkrieg interessiert, dann guckt euch das Buch unbedingt an. Es ist nicht aus der deutschen Sicht geschrieben, sondern aus der Sicht Frankreichs. Und das allein hat mir auch noch mal wirklich Augen geöffnet. Und darum die Nachtigall auch eins der absolut verdienten Bücher für dieses Jahr auf der besten Liste. So, und das letzte Buch ist quasi,
das Buch, was zu einer Reihe gehört, wo ich beide Titel mit 5 Sternen bewertet habe. Und der erste ist gerade verliehen und darum zeige ich euch den zweiten. Es ist die Nevermore-Reihe von Jessica Townsend. Ich habe die Bücher so geliebt. Es war für mich die schönste Kinder-Jugendbuchreihe, die ich dieses Jahr gelesen habe. Und ich hoffe sehr, 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 dass die anderen Bände nicht mehr so lange auf sich warten lassen. 2020, jetzt wird der dritte Band erscheinen und den werde ich mir auf jeden Fall auch sofort kaufen. Er wird erstmal auf Englisch erscheinen. Ich weiß noch nicht, wann er ins Deutsch übersetzt wird, aber das hoffe ich sehr, dass das nicht mehr so lang dauert. Und das war für mich, ich habe das schon ein paar Mal gesagt, man kann diese Reihe nicht mit Harry Potter vergleichen. Harry Potter ist ein Universum, was wir über viele Jahre ja kennenlernen durften und was ja auch für uns jetzt abgeschlossen ist. Nevermore befindet sich ja gerade im Aufbau, ne? Es soll 7-teilig werden, laut der Autorin, und wir haben gerade mal 2 Bände. Aber was ich trotzdem immer wieder sage, ist, das Gefühl, was es bei mir ausgelöst hat, ist dasselbe, was ich damals hatte, als ich die ersten ein, zwei Bücher von Harry Potter gelesen habe. Nämlich diese Lust auf diese Reihe, diesen Sog, den das entwickelt hat und dieses magische Gefühl, dass man so eine magische Welt entdeckt und dass diese Welt so kunstvoll gestaltet ist, weil man einfach immer wieder Neues entdeckt, die Magie noch nicht komplett versteht. Und ja, dieser Sog, den es entwickelt und dieses magische Gefühl in mir, das ist das, was mich erinnert daran, als ich als Teenager zum ersten Mal Harry Potter gelesen habe. Und darum finde ich, hat das großes Potenzial, auch so eine tolle Reihe zu werden. Und zwar geht es hier eben um Morrigan. Das ist das Mädchen hier auf dem Cover. Morrigan Crow ist im ersten Band 10 Jahre alt. Es steht kurz vorm 11. Geburtstag. Und Morrigan ist ein verfluchtes Kind. So heißen die Kinder, die für alles schuldig gemacht werden, was im Leben der Menschen schiefläuft. Ist die Ernte misslungen, war es ein verfluchtes Kind. Hat der Papa sich ein Bein gebrochen, war es das verfluchte Kind. Also alles, was diesen Menschen widerfährt an Unglück, sind diese Kinder schuld. Und sie werden am 11. Geburtstag sterben. Das wissen sie auch. Und Morrigan ist eben so ein Kind und wir sind in dieser Nacht vor ihrem 11. Geburtstag. Und ja, sie hat natürlich unheimliche Angst davor zu sterben. Und die Verbindung ihrer Familie zu Morrigan ist sowieso sehr kühl, denn es lohnt sich ja kaum, Liebe in dieses Kind zu investieren, weil es wird ja sowieso nur 11. Ja, und das ist halt so eine Ausgangssituation, die die Kindheit sehr, sehr schwierig machte. Morrigan wird allerdings gerettet, und zwar von einem väterlichen Freund, den wir kennenlernen werden. Und zwar ist das Jupiter North, und Jupiter North lebt in Nevermore und entführt Morrigan vor dieser, ja, Todesgefahr und nimmt sie mit nach Nevermore. Und ja, wir lernen dadurch diese Welt von Nevermore kennen. Und Jupiter North lebt in einem total coolen Hotel, was sich verändert, je nachdem, welche Bedürfnisse die Bewohner gerade haben. Und wir lernen ganz, ganz viele der Hotelangestellten und der anderen Hotelgäste kennen. Und Morrigan muss sich, um aufgenommen zu werden in Nevermore, um bleiben zu dürfen, und muss sie sich quasi einem Wettbewerb stellen. Sie wird, wenn sie diesen Wettbewerb gewinnt, aufgenommen in die wundersame Gesellschaft Nevermores. Und Morrigan, davon ist Jupiter überzeugt, hat ein großartiges Talent, was ihr sicherlich den Sieg einbringen wird in diesem Wettkampf. Und Morrigan weiß aber nicht, was sie für ein Talent haben soll. Und sie ist völlig verzweifelt vor diesen Wettkämpfen. Es sind mehrere. Und sie weiß nicht, wie soll sie die bestehen, weil sie überhaupt nicht weiß, was ist denn mein Talent? Ja, und was es dann ist, müsst ihr lesen. Und ich fand es einfach nur großartig. Ja, für mich ein Buch, was man als Kind lesen kann, aber eben auch als Erwachsener, weil man so viel zwischen den Zeilen lesen kann. Und es hat auch wieder ganz viel mit Freundschaft und mit wir müssen zusammenhalten und so weiter zu tun. Wir lernen natürlich auch die anderen Kinder kennen, die diesen Wettkampf bestreiten müssen. Und Morrigans bester Freund, den sie kennenlernen wird in diesem ersten Buch. Und ja, ich fand die zwei einfach schon großartig und freue mich auf das Fortlaufen dieser Reihe. Und das war das letzte Buch für diese Liste.
Das Video ist wieder lang geworden, es tut mir leid, aber ich kann natürlich nicht anders als schwärmen über meine Lieblingsbücher. Und für mich, es hat mir auf jeden Fall riesig Spaß gemacht, das nochmal Revue passieren zu lassen. Was war 2019 für ein Lesejahr? Und ich finde, es ist eine gelungene Mischung geworden. Und ja, mich würde einfach interessieren, was war euer Jahreshighlight? Ansonsten bleibt gesund und wir sehen uns im nächsten Video, meine Lieben. Tschüss!